Mein erster Winter in Norwegen. Ich habe es sehr genossen, obwohl es eine Herausforderung war. So wie alles hier auf dem alten Hof, seit ich hergekommen bin. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Autark Woman. Ja, alleine, ein ganzer Winter alleine in den Bergen in Norwegen. Warum alleine? Ja, die, die mich schon kennen, die wissen, wir sind ja umgezogen letztes Jahr von Schweden nach Norwegen. Und mein Mann wickelt noch den Hof in Schweden ab und muss auch arbeiten. Er liebt seinen Job dort und jetzt, dadurch, dass es so viel Arbeit war im Winter und noch den Hof abwickeln, hat er es tatsächlich nur einmal geschafft, zur Wintersonnenwende hierher zu kommen. Na, Odin ist hier. Und ja, sonst hatten wir gar keine Zeit für uns und da hatten wir uns dann endlich mal ein bisschen Zeit für uns genommen. Und sonst bin ich hier den ganzen Winter alleine. Mein erster Winter hier im Tal war ein ständiger Wechsel. Ein Wechsel zwischen Schnee, Regen und Frost. Knusper, knusper, knusper. Das hat heute Nacht getaut richtig und dann hat es Schneeregen gegeben und übergefroren und jetzt ist das knusprig und wie man hier sieht, komplett vereist. Immer ein bisschen vorsichtig gehen. Ich habe ja Spikes unter meinen Stiefeln, aber das ist wirklich Eis pur. Doch es gab immer wieder milde Perioden im Wechsel, wo alles oder fast alles wegtaute, um dann neuem Schnee Platz zu machen. Neuem, wunderbaren, sauberem, hellen Weiß. Ich liebe Schnee, zum Glück. Doch der Winter begann mit Dunkelheit. 2,5 Monate ohne Sonne im Tal, die dunkle Jahreszeit. Die Sonne steht dann einfach zu tief, um es über die Berge zu schaffen, die das Tal bewachen. Mich stört es nicht. Ich habe kein Problem ohne Sonne. Es beeinflusst nicht meine Laune, wie es bei vielen anderen der Fall ist. Zum Glück. Siehst du immer noch meinen Handschuh? Ja? Jetzt komm ich und hol den. Jetzt komm ich und hol den. Ich komm jetzt und hol den. Ja. Heute ist ein wunderschöner, sonniger Tag in den Bergen. Da die Sonne ja hier nicht runterkommt. Aber es ist echt schön. Na, bist du da oben und genießt den Ausblick und guckt auf die Pferdchen runter, die ja dann hier hinter mir sind. Die kleinen Mini-Pferdchen. Hallo Mikro. Na, kommst du wieder? Hm? Ja, genau. Oh, ist das ein bisschen glatt hier oben, ne? Und die Pferde, ne, macht das nichts aus. Und nee, Mikro? Bist du ein süßer, ne? Ja, bist du ein süßer Kleiner. Ja, Odin, du willst spielen und Mikro hat gar keine Lust. Na, vielleicht kriegt er ihn ja doch in Gang. Ja.
Und irgendwann Anfang des Jahres hat Odin, mein Hund, meine Kamera umgeworfen und dann war das 400 Euro teure Objektiv kaputt. Ich musste ein paar Wochen, fast ein, zwei Monate, weiß ich gar nicht mehr genau, ohne meine gute Kamera filmen, nur mit dem Handy. Ja, dann hat mein Mann mir das neue Objektiv geschickt. Ja, und seitdem kann ich dann wieder vernünftig filmen. Aber es gab ein paar andere Probleme, die ich allein bewältigen musste. Das ist jetzt hier in meinem Keller. Und wenn man hier sehen kann, mal gucken. Hier sind die Wasserleitungen hinter. Und hier habe ich mitten in der Nacht, naja gut, nicht mitten in der Nacht, aber gestern Abend, die Isolierung reingestopft, weil da ist von außen einfach nur, da war mal ein Fenster und da haben die was reingemauert und das hat da reingezogen. Ja, und dann kam kein Wasser in meinem Badezimmer. Zum Glück war es nicht richtig eingefroren. So, ich bin dann gestern Nacht und hatte da keine Lust zu filmen. Ich hoffe, das versteht ihr. Hier runter spaziert und habe das provisorisch isoliert. Und dann habe ich diesen Teppich hier gefunden und habe den da oben einfach angeschraubt und hier vorgehängt, denn in diesem kleinen Raum war keine Tür drin. Ja, und dann habe ich hier eine Heizung reingestellt und bin wieder ins Bett gegangen und es hat geklappt, weil die Nacht war richtig kalt, es wurde richtig kalt. Naja, auf jeden Fall lief das Wasser noch und jetzt ist es so, dass mein Mann, Herr Andreas, hat die Rohrisolierung mitgebracht. Fütter ich die Ponys. Das Problem ist nur, in Schweden hatte ich so schöne Raufen, damit die da nicht reinklettern und alles kaputt trampeln und vor allem sich umdrehen und reinscheißen. Ich habe jetzt schon hier jede Menge weggeräumt und ein paar Karren weggefahren und bin ein bisschen außer Atem und muss mir hier irgendwas ausdenken, damit ich füttern kann, ohne dass die da ja, das ganze Futter kaputt machen. Ja, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert und mein Mann und mein Bruder lachen sich wahrscheinlich gerade tot. Aber ich probiere das einfach aus. Also ich habe hier nochmal Verstärkung, so ein doppeltes Tau und habe das auch festgemacht, sodass es nicht runterrutschen kann. Es ist ja nur, dass die da nicht reintrampeln und reinscheißen in das Heu. Ich bin mal gespannt, ob das klappt, sonst muss ich halt eine andere Lösung finden. Ja, nächster Tag. Ich würde sagen, meine Raufe funktioniert richtig gut. Und ich glaube, ich brauche auch keine zweite. Die kriegen das so hin. Warum ich das in Eimer schippe, das liegt daran, dass es überall, hier sieht man das auch, so glatt ist. Und auch wenn ich dann da hinten rein soll, wo es hinkommt, ist es so glatt, dass es nicht möglich ist, mit der Karre zu schieben. Die Karre rutscht dann zur Seite weg. Also trage ich das in Eimern dahin. Thank you.
Ausmisten im Winter. Das ist ein bisschen tricky. Dann fing Odin an abzuhauen und ich musste Zäune bauen und flicken. Bisher hatte er die Grenzen respektiert, aber auf einmal war der Schnee auf der anderen Seite der Zäune spannender. Es war anstrengend für mich, zu anstrengend. Ich rutschte in einen neuen ME-CFS-Schub, von dem ich mich noch immer erhole und einfach noch langsamer leben muss, als ich es ohnehin schon tue. Mehr dazu in meinem letzten Video, wie ich mich um mich selbst kümmere, chronisch krank, aber glücklich. Ich bin übrigens Autorin und Künstlerin. Meine Bücher und mehr findet ihr auf meiner Homepage autarkwoman.com. Und wer meine Videos werbefrei sehen will und mich gleichzeitig unterstützen möchte, kann das auf Patreon tun. Dort findet ihr mich ebenfalls unter autarkwoman. Seit Februar ist die Sonne wieder da und obwohl mich die Zeit ohne Sonne nicht gestört hat, genieße ich natürlich die wärmenden Strahlen und das Lichterspiel im Schnee. Licht und Schatten. Film macht mit Sonne so viel mehr Spaß. Und ich habe jetzt wieder einen Schatten. Und ich habe das Licht genutzt und bin in die Berge filmen gefahren. Hier tropft das und im Hintergrund wird gearbeitet und gesägt. Und alles im Nebel. Und jetzt schneit es wieder und ganz langsam wird es wieder weiß, immer im Wechsel. Schnee, mehrere Zentimeter. Und dann taut es wieder weg und dann kommt neuer Schnee. Zwischendurch Frost. So war der ganze Winter hier in Norwegen. Und schon ein paar Stunden später ist alles wieder eingeschneit. Sogar Odins Nase.
Der schneit immer noch. Die Treppe ist fast weg vor Schnee. Mein Silageballen für die Pferde auch eingeschneit. Und der See ist fast zugefroren, weil es gefroren hat die letzten Tage. Und es hat natürlich drauf geschneit. Alles weiß. Schöner, fluffiger, neuer weißer Schnee. Da sind meine Pferdchen im neuen Schnee. Und sobald ich hier bin, kommen sie, weil es könnte ja was zu fressen geben. Ich gebe denen auch gleich was. Seid ihr meine Schneepferdchen? Und dann hat es wieder geschneit, viel geschneit. Fallender Schnee, so beruhigend, meditativ, entspannend. Und diese unglaubliche Stille im Tal, wenn alles stillsteht, wenn der See gefroren ist und die Wasserfälle im Fall erstarrt. Absolute Stille, als wäre man allein auf der Welt. Ich liebe den Winter. Ich liebe den Schnee. Ich liebe alle Jahreszeiten und freue mich nun so langsam auch wieder auf den Frühling. Meinen ersten Frühling hier in Norwegen, wenn das Tal zu neuem Leben erwacht. Na, sind Bälle super? Sind Bälle super? Ja. Ich finde, das sieht so toll aus, wenn der Schnee hier in diesen Zweigen hängt. Das war's für dieses Mal bei Autark Women. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen.